Guten Morgen, meine kleine Schönheit. Ich war heute vor dir wach und habe dir bereits eine Blume gepflückt. Schnell setz dir den Hut auf, sagte der Käfer. Oh, danke, liebes Käferlein, sprach Lara, und der Käfer setzte ihn ihr aufs Haar. Wieder ließ er ein Blütenblatt weit ins Gesicht hängen, sodass es ihre Nase verdeckte. Lara lächelte wieder. Aber nicht essen, sagte er streng. Nein, dieses Mal nicht, versprach sie. Sie wanderten eine Weile durch das hohe Gras. Wieder zeigte der Käfer überall mit dem Finger hin und redete auf das Schneckenmädchen ein. Das da ist eine Margarita und das da drüben ist ein Spitzwegerich. Der ist ganz besonders gut, wenn man Bauchweh hat. Und das dort drüben ist ein Gänseblümchen und von dem da, das ist Klee, musst du auch mal naschen. Die Blüten sind besonders süß, erzählte er ihr.